Hallo. Ja, ich bin noch mal da und habe gedacht, ich mache mal eine kleine Art Vlog. Wir haben Montag, den 29.05. um 21:20 Uhr. Das wird jetzt kein langes Video, aber ich sage euch jetzt einfach noch mal kurz, was ich heute so gemacht habe, weil sich diese Woche einfach viel ändert oder geändert hat oder, ne? Ich habe auch ein neues Spielzeug am Handy, falls ihr das seht. Ich habe ein Licht und ich schwitze. Oh mein Gott, man sieht ja alles. Ja, Matthias ist weg. Ja, der ist gegangen heute Morgen um 4. Kommt die nächsten Tage auch nicht zurück. Am Donnerstag, nee, am Freitag hat er Geburtstag am 1. Der ist schon nicht hier. Nein, da bin ich alleine. Bin jetzt die ganze Woche alleine mit den Hunden, weil er ist ja erstmal nicht da. Warum? Er ist in Mallorca. Keine Sorge. Alles gut. Ja, und dadurch, dass er jetzt in Mallorca ist, verändern sich für mich diese Woche natürlich einige Sachen. Ich habe zwei Hunde zu versorgen, ich habe eine Katze zu versorgen. Ich muss zum Arbeiten gehen. Ich habe sonst noch Termine. Morgen zum Beispiel wird es ganz spannend. Mir rutscht dieses Licht von der Kamera. Weil da ist Betriebsversammlung. Die ist mittags. Ich arbeite ja morgens. Ja, kein Thema, ne? Da ich aber in der MAV bin, also so eine Art Betriebsrat, Mitarbeiterversammlung, MAV, Mitarbeitervertretung, muss ich natürlich dabei sein, weil ich muss ja vortragen und vorbereiten. Ja, was macht man jetzt mit den Hunden den ganzen Tag bis von morgens um 7 bis abends um 4? Nachmittags. Entschuldigung, um 4. Ich habe gedacht, ich fahre ins Geschäft, fahre dann so um 11 nochmal heim, versorge die Hunde, haue dann wieder ab. Ich habe nur 20 Minuten pro Weg, ne? Das war mir zu blöd. Dann habe ich gedacht, ich gehe später ins Geschäft. Das ist aber blöd, weil dann kriege ich nichts gearbeitet. Muss ja um 12 schon wieder rüber. Dann habe ich mich entschlossen, meine Mama anzurufen und ihr zu sagen, dass ich die Hunde am Morgen, also morgen Dienstag, mit ins Büro nehme und sie ihr dann bringen würde auf den Mittag und die später wieder mitnehmen. Ja, so machen wir das auch. Meine Mama holt die Hunde sogar ab im Büro. Ich darf die ausnahmsweise mitbringen, inoffiziell. Und ja, dann haben meine Hunde oder unsere morgen Mittag einen schönen Nachmittag im Garten. Ist auch mal was Schönes für die zwei Sticker. Ja, dann gibt es morgen eben diesen Hammer-Talk für mich. Ist schon komisch, ne? Wenn Matthias jetzt da wäre, wäre auch nicht viel anders. Gut, die Hunde wären versorgt am Mittag dann. Aber wenn man dann weiß, man ist wirklich allein, dann ist irgendwie. Naja, auf jeden Fall erst in Mallorca mit den alten Herren. Die ganz alten Herren vom Fußball. Normal waren das immer so 2 Tage oder 3. Und jetzt ist es von Montag bis Freitag. Das ist schon lang. Zumal er am Donnerstag ja dann eben Geburtstag hat. Ja, und ich sitze jetzt hier eine ganze Woche. Also das ist eine ganze Woche. Ja doch, Montag bis Freitag. Eine Arbeitswoche. Sitze ich jetzt hier allein. Und ich muss sagen, der Tag heute, der war so schnell rum. Mein lieber Schwan, wenn jetzt jeder Tag so schnell rumgeht, dann gar kein Thema. Morgen wird es auch schneller rumgehen, als ich erwarte wahrscheinlich. Weil einfach immer irgendwas ist. Die Mandarinfrau ist wieder da. Dann sieht die ja morgen auch meine Hunde.
Das habe ich nicht bedacht bei dem ganzen Thema. Und morgen Mittag ist die Versammlung. Wenn dann um 4, 5, 17 Uhr, sagen wir mal, Feierabend ist, dann müssen wir noch aufräumen. Dann fahre ich nach Hause zu meinen Eltern, hole die Hunde ab. Dann werde ich da noch ein bisschen was trinken oder so. Vielleicht kriege ich noch was zum Essen. Und dann ist auch schon wieder 7 oder 7:30, bis ich daheim bin. Also ihr seht, dann sind schon mal 2 Tage rum. Am Mittwoch muss ich zum Blut abnehmen. Morgens um 8. Meine Chefin freut sich gerade wahnsinnig, weil immer irgendwas ist. Und da gehe ich eben zum Blut abnehmen, weil ich habe es doch im Moment wieder im Bauch. Ich glaube, das hängt jetzt auch mit dem Wetter zusammen, weil es jetzt so warm wird. Da ist immer ein bisschen schlimmer. Und die Blutwerte, der CRP ist ausnahmsweise mal erhöht. Normal sieht man bei mir im Blut keine Entzündung. Ich habe die zwar, aber man kann die nicht nachweisen. Das ist wohl öfter so beim Morbus Crohn. Und die weißen Blutkörperchen sind zu niedrig. Was macht man dann? Richtig, man bekommt ein Medikament. Da kann als Nebenwirkung aber auftreten, dass es die weißen Blutkörperchen noch weiter senkt. Und deswegen muss ich jetzt jede Woche zum Blut abnehmen und zum Blutwerte ablesen und ja. Ich freue mich. Yay! Nee. Dann habe ich am Dienstagabend, am Mittwochabend noch einen Termin mit der Daria, der Friseurin. Da gehen wir was trinken. Ein bisschen quasseln. Die interessiert sich auch dafür, wie wir abgenommen haben, beziehungsweise wie Matthias jetzt 20 Kilo abgenommen hat. Und ja, das werde ich ihr dann nahe bringen. Und die möchte auch durchstarten. Ja. Donnerstag ist, glaube ich, ausnahmsweise nichts offiziell. Und Freitag kommt ja dann Matthias schon wieder heim. Richtig. Ich habe heute übrigens den Regenmantel zurück zur Post gebracht. Danke für eure Kommentare. Schick ihn bitte zurück, schick ihn zurück. Er ist zu klein. Okay. Und die Klamotten von der Modo Moto Box habe ich auch alle eingepackt, bis auf 2 kurze Hosen, also 2 Jeanshosen. Die schwarze habe ich behalten. Und dann war noch eine blaue drin, die habe ich euch nicht gezeigt, weil die Matthias mitgenommen hat. Wir haben jetzt die gleiche Hosengröße. Auch seltsam, weil er trägt jetzt meine alten Hosen, die mir zu groß sind. Und kann aber jetzt gleichzeitig auch die tragen, die ich mir jetzt kaufe, weil die einen Stretch-Anteil haben. Und wenn man davon ausgeht, dass er vorher 107 oder 109 Kilo hatte und ich 82 und er jetzt meine Hosen trägt mit 89 Kilo und ich mit 75. Komisch. Das gab es noch nie. Ich weiß noch, als ich ihn kennengelernt habe vor 10 Jahren, habe ich damals schon gesagt, das war in der Kur, habe ich zu den Mädels gesagt. Ah, wenn der 5 Kilo weniger hätte, dann wäre es optimal. Dann wäre es perfekt. Ne? Die 5 Kilo wurden dann aber mehr. Naja, aber es war okay. Ich bin ja noch da, er ist noch da, alles gut. Was ich aber eigentlich sagen wollte, genau, ich habe die 2 Boxen wieder zur Post gebracht, beziehungsweise in die Packstation und weggeschickt. Und ich glänze hier mehr, als ich es eigentlich tue. Außerdem ist das Licht nicht gerade sehr vorteilhaft. Merke ich gerade. Es gibt ja Furchen hier. Die habe ich nicht. Ja, die Boxen sind, wie gesagt, in der Packstation. Die wurden wahrscheinlich schon abgeholt. Dann habe ich ja noch die Textilbox bekommen. Die habe ich heute mal geunboxed und auf ein Video aufgenommen. Das seht ihr aber noch nicht, weil ich erst das Projekt fertig machen möchte und dann in ein Video packen möchte. Dann habe ich noch eine Backbox bekommen. Beziehungsweise habe ich mir bestellt, habe ich auch bezahlt. Und
Die habe ich auch geunboxt und gefilmt. Und da sind aber 4 Rezepte drin und die muss ich jetzt erstmal irgendwie backen und nachmachen. Und dann kann ich euch das auch wieder in ein Video packen. Das habe ich heute gemacht. Also werde ich am Donnerstag oder morgen Mittag wahrscheinlich die Textilbox bearbeiten oder nacharbeiten, filmen und vielleicht sogar schon zusammenschneiden. Mal gucken. Und die Backbox, muss ich gucken. Da werde ich so nach und nach immer so ein bisschen was machen, weil da sind 4 Rezepte drin. Und bei 2 weiß ich nicht, ob ich die mache, weil das sind Bonbons. Und da braucht man so ein Backthermometer, Kochthermometer, weil man da Zucker im Topf kocht oder so. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr klebrig aus. Und da weiß ich nicht, ob ich meine Töpfe eventuell ruinieren möchte. Nee. Ja. Gestrickt habe ich eigentlich schon länger jetzt nichts mehr. Seit dem letzten Video muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe dann aber gestern was angefangen. Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar habe ich doch diese grau-anthrazitenen Socken gemacht. Und habe ja noch Wolle übrig. Die Strümpfe haben ja auch gepasst oder die Socken. Die werden am Sonntag verschenkt. Und ich hatte ja noch Wolle und jetzt habe ich gedacht, da die ziemlich knapp waren und sie sie gerade so über den Fuß gekriegt hat, komm, mach nochmal andere. Aber ich kann ja nicht normal. Nein. Oh, das ist jetzt überbelichtet wieder. Ich mache Terrassensocken. So sieht man es gut. Hier ist ein Bündchen. Bündchen 2, Bündchen 3. Das sind, ich muss mit einer Hand die Kamera halten, also wundert euch nicht, beziehungsweise den Selfie-Stick. Ja, das sind richtige Bündchen hier. 3 Stück. Und das erste geht bis hier, bis zum, ne? Und dann werden die so verbunden und dann wird nochmal eins gestrickt und dann wird es nochmal verbunden. Das ist auch in diesem Happy Feet Buch, aus dem ich die letzten Socken habe. Und ich habe das Sockenwunder wieder. Aber auch hier, ja, hier seht ihr den Streifen ganz gut. Schon Faden eingearbeitet für die nachträgliche Ferse. Die kommt da rein. Allerdings brauche ich diesmal eine andere. Ja, das habe ich ja schon angekündigt, dass ich die nicht nochmal machen werde, so wie das letzte Mal. Das ist fürchterlich. Das ist eine Pyramide als Ferse. Auf gut Deutsch. Mit einer abgeschnittenen Spitze. Total kantig-eckig. Ich glaube nicht, dass die bequem wäre. Ja, und auf jeden Fall, die geben warm am Knöchel. An der Fessel. Ich meine, 3 Lagen, 6-fach Wolle. Das dürfte wärmen. Schön im Sommer, 33 Grad hat es heute gehabt. Yay! Und da möchte ich eben, also die Socke 1, aber wie ihr seht, bin ich schon gut dabei. Die dürfte am Donnerstag, je nachdem, vielleicht fertig sein. Und dann mit ein bisschen Glück schaffe ich bis am Sonntag die zweite. Und wenn nicht, dann nicht. Dann gibt es halt so Weihnachten. Das nächste Paar. Ja. Und ansonsten sitze ich jetzt hier, trinke einen Kaffee mit Eierlikör drin und probiere mich ein bisschen abzulenken. Ich bin ja, das Witzige ist, ich bin ja gern alleine, ne? Aber nur mal für ein paar Stunden und dann brauche ich wieder jemanden zum Reden, weil sonst habe ich wieder Redebedarf. Deswegen mache ich jetzt auch das Video. naja, jetzt sind wir bei 14 Minuten. Ich mache jetzt einen Stopp, dass ich direkt hochladen kann, weil das kann ich direkt auf YouTube hochladen und muss es nicht am PC und dies und jenes. Ja, in diesem Sinne, vielleicht hören wir uns morgen nochmal oder sehen uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend, lasst euch nicht ärgern, macht's gut, bis dann. Ciao!